Eduard fragt Pete Smeed, wer gewinnt die Fußballweltmeisterschaft 2018? Also, um euch an dieser Stelle mal ganz kurz unnützes Wissen mitzugeben. Ja? Es gibt die sogenannte Inofficial World Championship Series. Ja? Da wird folgendermaßen gerechnet. Alle Länderspiele, die mit der A-Mannschaft aufgeführt sind, wobei A-Mannschaft definiert ist, dass mindestens 7 Spieler aus dem A-Kader stammen, zählen als WM-Spiel. Angegeben vom ersten jemals stattgefundenen Länderspiel auf diesem Planeten. Das war England gegen Schottland. Ist damals England gewonnen. Ich glaube 4-1 oder so. Und dann war es immer der Sieger war Weltmeister. Ja. Jetzt ist aktuell Peru. Ja, also im Laufe der vielen 100 Jahre ist dann halt irgendwann Peru geworden. Peru spielt als nächstes, gegen Saudi-Arabien. Sollte Saudi-Arabien gegen Peru gewinnen, ist Saudi-Arabien Weltmeister. Dann gewinnt Deutschland gegen Saudi-Arabien, dann wird Deutschland Weltmeister. Und deswegen sage ich, Deutschland wird Weltmeister der inofficial WM auf jeden Fall. Und der offiziellen WM würde ich natürlich auch sagen Deutschland, weil der Weltmeister sollte meiner Meinung nach immer gute Karten haben. Auf der anderen Seite ist sehr unwahrscheinlich, dass man zweimal miteinander Weltmeister wird und dementsprechend tippe ich auf Brasilien. Sollten wir die Rache der Brasilianer überstehen, Deutschland? Ich werde natürlich wieder ganz klar die deutsche Nationalmannschaft anfeuern, das ist ja logisch. Ich glaube, sehr gute Chancen hat tatsächlich dieses Mal Frankreich. Wir haben eine echt, echt gute Mannschaft. Vielleicht können wir es auch, trotz der Niederlage gegen Österreich, bin ich trotzdem noch positiv gestimmt, dass das auch eine gute WM wird für Deutschland. Deutschland natürlich. Komische Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn ich habe aktuell überhaupt gar keine Ahnung, was international abgeht. Also was die Ligen angeht, ja, aber international, was die Vereine angeht, welches Land aktuell da richtig gut platziert ist. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Deutschland da alles rocken wird und natürlich wieder Weltmeister wird.